Rechner, stirb! Heute ist ein Haus verbrannt. 500 Sims sind gestorben und das finden wir super. Ist das ein Strip? Ernsthaft? Nee, Arbeit hat sie noch nicht. Das könnten wir aber mal auch in Angriff nehmen, so komm. Such dir einen Job! Du Emo. Geht das auch ein bisschen schneller, Melinda? So, was haben wir denn? Wir haben den Technikguru. Die Geheimagentin, Malerin, Astronautin, Schriftstellerin, Entertainerin, Verbrecherin oder ein Leckermaul. Schaden, genial. Er speichert wohl, also ich habe vorhin in dem Teststream, den ich gemacht habe, hat das gespeichert. Und dann konnte ich es mir runterladen. Das heißt, ich werde eventuell dann das einfach so in 4 Teile schneiden und dann bei YouTube hochwerfen und dann sagen, hier, schaut es euch offscreen an. Wir haben eine Stimme für Astronaut. Astronaut, wer bietet was anderes? Wer möchte was anderes? Wer überstimmt hier wem? Ich mache hier keine Entscheidung ohne euch. 2 für Astronaut, dann... Okay, Astronaut. Wer träumt nicht davon, ins Weltall zu eisen? Zu eisen? Wir eisen ins Weltall. So, was müssen wir machen? Mit 3 Sims erfolgreich über den Weltraum schwärmen. Okay. Ich sollte vielleicht meine Traurigkeit mal loswerden. Wie mache ich das weg? Oh. Du wärst überstimmt worden, Miss Fortuna. Das wäre nichts gewesen. Ja, ich versuche auch immer mit Namen, also eure Namen zu erwähnen, damit ihr schön bei YouTube und so gesucht werdet. So. Mensch, ich will die Frau wieder glücklich machen. Das ist ja schlimm. Aber immerhin sinken ihre Bedürfnisse nicht. Das ist schon mal etwas. Wir lassen sie mal duschen. Nimm eine erfrischende Dusche. Oder nee, warte mal, nimm mal eine nachdenkliche. Wir machen dich jetzt so richtig schön depressiv. Warum weinst du? Wir haben doch gar nichts gemacht. Daran liegt es doch. Wir haben nichts getan. Verpixelte Pornografie. Oh Gott, ist das schlimm. Da muss man ja aufpassen, dass die sich keine Rasierklinge in die Badewanne nimmt. Ja, aber so, vielleicht gucken sie ja bei DeviantArt. Ach, jetzt ist er kokett. Ja, Stars mit Sims 4. Vor allem, seit wann nimmt man den Zopfgummi nicht raus, wenn man duschen geht? Oh Gott, das kann man ja nicht mit ansehen, was die da macht. Also bitte, bitte, liebe Melinda, benimm dich. Du bist auch schon längst fertig mit Duschen, du könntest auch schon aufhören. Jetzt geht's mir wieder gut. Dein Ernst? So, wir müssen irgendwie was tun. Das geht hier nicht. Chan, du verwirrst einen auch so. Die Sonne scheint, du bist überhaupt nicht deprimiert. Jetzt haust du irgendjemand aufs Maul. Okay. Wie spät ist es denn? Es ist ein... Oh, wir sollten vielleicht mal ins Bett, aber sie ist ja nicht richtig müde. Was tun wir? Ich habe einen Plan. Wir lassen sie erstmal schlafen. Ich habe irgendwas verschoben. Oh Gott.
mit meinen echten Fenstern. Das ist das Einzige, was ein bisschen doof ist. So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen schick die Wohnung. Das geht ja gar nicht. Bitte lass mich ein Musikinstrument kaufen. Sofort. Sofort. Wenn ich nur wüsste, wo. Wo? Aktivität. Musik. Und eine Gitarre. Die ist voll teuer. Dann kaufe ich lieber die. Gibt es die auch in anderen Farben? Wir haben sie in hellbraun, schwarz und gelb. Wir nehmen eine schwarze, aber ich weiß nicht wohin. Wir haben hier nirgendwo Platz. Da. Nimm. Und ein bisschen Deko. Deko ist immer gut. Immer Deko. Aber wohin? Warum sind die Töpfe denn so klein? Kann man eigentlich etwas auf ein Bücherregal stellen? Warum auch? Warum sollte man das können? Das ist alles irgendwie doof. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Das wird mir klasse. Mehr oder weniger. Ich würde das gern. Ich wollte das eigentlich in die Ecke stellen. Schwarz ist immer gut. Ist wie meine Selle. Was ist das denn? Hier, keine Ahnung, kriegst du es in deinen Schlaf. Oh, das ist schick. Wir müssen ja hier mal ein bisschen was schick machen, das geht ja gar nicht. Ah, oh, eine einzelne Rose. Bohnenvase. Bohnenvasen finde ich ja hässlich. Also wenn es sowas ist. Ach ja. Wo stellen wir denn das alles hin? Warum kann ich das da nicht hinstellen? Katzen-Lady funktioniert halt leider noch nicht. Es gibt ja noch keine. Oh, das ist schön. Sowas mag ich. Das kriegst du jetzt hier rein. Gestellt. Da, bitte. Freu dich deines Lebens. Ich wollte das schräg stellen, auch wenn es keinen Unterschied macht. So, dann kann sie sich selber noch im Schlaf beobachten. Das wollte ich auch noch irgendwie hinkriegen, aber das geht nicht so, wie ich das wollte. Wir können es auch übertreiben. Und nachts über wird dann etwas aus dem Bett krabbeln und sie fressen. Ach, nee, das gefällt mir nicht. Obwohl, doch, das ist nett. Ja, tut mir leid, dass das jetzt irgendwie doch hier drin, aber ich meine, früher oder später müssen wir es. Der Spiegel war voll teuer. Mach ihn tot. Obwohl, nee, hat nichts, war nicht so teuer. Sah nur so teuer aus. Und schon wieder geht's los, immer meine Failerei hier. Das hier ist alles so leer. Wir müssen einkaufen. Ich meinte, wir müssen arbeiten. So, hier kriegst du noch ein paar Kochlöffel und was ist das? Ach so, für den Garten. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich Bilder aufhängen. Jetzt weiß ich auch, was ich wollte. Das war eigentlich das Einzige, was ich wollte. Ich bin verwirrt. So. So. Und wir sind gleich pleite. Juhu. Und das ist hässlich. Was? Man kann Gegenstände vergrößern? Nee, so nicht. Was? Nee, so ändere ich die Farbe. Das ist nicht richtig. Hä? Du kannst Gegenstände vergrößern, wenn du... Aha. Ja, aber nicht damit. Nein, nicht damit. Es geht nicht. Nee, das funktioniert aber nicht. Oh, doch, du hast recht. Oh Gott. What the fuck?
Kriege ich das auch wieder klein? Aha. Das ist ja cool. Gut, dann hat sich das, dann muss ich das. Kann ich das auch nachträglich noch machen? Natürlich nicht. Dann töte es. Kostet das dann auch mehr? Warum weißt du mehr als ich? Das ist ja schon... das ist cool. Verdammt, ich bin gerade schockiert. Dann kann ich das ja auch nochmal größer machen. Ich vergesse jedes Mal, dass das ja hier nicht geht. Doch, jetzt ja. Puff. Wurde das jetzt irgendwie... Nee, ich fand's klein irgendwie besser. Klein. Mach es klein. Du Stück. Und hier oben hin. Hier. Nein, da. Oh, einkaufen. Nee, kann ich auch Fenster. Spiegel größer machen? Ja, es geht. Sieht bloß irgendwie dann ziemlich verbuggt aus. Gut, dann lassen wir das. Jetzt interessiert mich gerade. Yeah, Riesensofa. Ist das nicht wunderschön? Ja. Nein. Schade, ich wollte davon eine Miniaturversion haben. So als Deko. Wer macht denn sowas? Wer kam auf die komische Idee? Ich könnte ja hier so eine riesige Lampe ins Wohnzimmer stellen. Das ist bestimmt total sexy. Gut, so, nein. Wir machen alles wieder normal. Wo waren die? Ich habe schon vergessen. So, danke. Oh, Feier! So, damit hat sich das jetzt erstmal erledigt. So, dann mach mal. Schlarf. Mit Rrr. Na, hast du auch die Hände über der Bettdecke? Nein. Ja, was soll man denn da für ein Riesenhaus bauen? Dann bräuchte man ja auch die riesigen Sims dazu. So. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, dass die jetzt auch immer gleich das Bett machen. Das ist so ein bisschen doof. Aber sonst finde ich es jetzt nicht schlimm. Sonst geht's eigentlich. Mach dir ein Rührei, sofort. Und weh, du bist wieder traurig dabei. Wie es wohl aussieht, wenn sie sich traurig ein Rührei macht. Rührei. Ach, wozu die Schüssel festhalten? Unmöglich. Unmöglich. Wie viele Leute gucken denn eigentlich gerade zu? Ah, ich habe mein Spiel gerade getötet. Oh Gott. Ja, Rührei mit Tränen. Naja, ist ja wie mit dem Salat mit hier Ohrenschmalz. Vier. Ey, wer ist der Vierte? Komm raus, zeig dich! Zeig dich! Bin ich das selbst? Bin ich vielleicht der Vierte? Ich guck mir selbst zu. Oh Gott, ich bin so einsam! Ja, weil sie nicht alles verbrannt hat, wahrscheinlich. Nun es. Es. Selbstsicher. Es. Es, los, es. Oh, es riecht so gut nach Ohrenschmalz. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendwann hier also dass es mal wieder Magie gibt. Mal wieder, es gab bis jetzt immer Magie, aber vielleicht diesmal ein bisschen früher als sonst. Wie ein Champion pieseln. Pokémon.